In diesem Video möchte ich alle aktuell erhältlichen Erweiterungspacks für The Sims 4 in eine Reihenfolge bringen und diese von meinem persönlichen schlechtesten Platz bis hin zu meinem Lieblingspack ordnen. Viel Spaß beim Ansehen! Wie auch schon in meinem Erweiterungspack-Video aus 2018 landet auf dem letzten Platz die zweite große Erweiterung für The Sims 4. Auch wenn hier die Vorfreude von allen Erweiterungen sogar fast am größten war und wir für diese Erweiterung am längsten warten mussten, konnte mich das Pack letztendlich doch eher weniger überzeugen. Windenburg zählt immer noch zu einer der schönsten und größten Regionen für The Sims 4. Hier kann bis heute nicht gemeckert werden, allerdings ist der Knackpunkt hier doch eher das neue Gameplay. Natürlich sind die neuen Gameplay-Objekte wie der Tischkicker oder das neue Sprungbrett super, aber bis auf das neue Gruppensystem, welches zugegebenermaßen doch sehr detailliert ausgearbeitet wurde, gibt es in der Erweiterung leider nicht sonderlich viel zu tun. Schicke Objekte, neues Party-Gameplay und eine tolle neue Welt können leider keinen allzu großen Spielspaß bieten, sodass diese Erweiterung leider nur auf meinem letzten Platz landet. Oh, ich kann schon eure überraschten Gesichter und die kleinen Fragezeichen über euren Köpfen sehen, aber lasst mich diesen Punkt einmal erklären. Insgesamt für das, was die Jahreszeitenerweiterung sein will, ist dieses Pack doch wirklich gelungen. Die Wettereffekte sehen bis auf den Winter, der an manchen Stellen doch etwas zu wünschen übrig lässt, wirklich klasse aus. Auch das neue Kalendersystem ist eine interessante Ergänzung, das in die Erweiterung doch gleich ein zuvor nie dagewesenes Zeitgefühl mit einbringt. Auch die neuen Traditionen sind ein cooles Feature, die einfach dazugehört, von den tollen neuen Objekten im Baumodus ganz zu schweigen. Aber auch wenn diese große Erweiterung mehr oder weniger manches besser macht als in den Vorgängern und die Jahreszeiten gut und umfangreich umgesetzt wurden, brauche ich einfach keine Jahreszeiten in meinem Spiel. Natürlich ist es schön, wenn sich die Umgebung verändert und man beim Schneemannbauen durch die Sims direkt ein eisiges Gefühl und unerfindliche Lust auf eine heiße Schokolade bekommt. Allerdings gehören ein paar grafische Effekte und passendes Gameplay dazu überhaupt nicht zu meinem persönlichen Spielestil und sind für mich eher vernachlässigbar. Aber wenn ihr damit gerne spielt, freut ihr euch bestimmt über atmosphärisches neues Gameplay. Den fünften Platz belegt das aktuellste Erweiterungspack für The Sims 4, Inselleben. Diese schlechte Platzierung tut mir besonders stark weh, da ich in der Vergangenheit immer gerne mit der Inselparadies-Erweiterung gespielt habe und diese dort ebenfalls zu einer meiner Lieblingserweiterungen gezählt hat. Das Inselleben-Pack in The Sims 4 allerdings war nach dem Release doch leider recht enttäuschend. Wie in fast jeder Erweiterung kamen die Baumeister und Sims-Ersteller voll auf ihre Kosten, allerdings mangelte es in dieser Erweiterung im Großen und Ganzen dann doch etwas an spannendem neuen Gameplay. Die Rettungsschwimmerkarriere, die in The Sims 3 noch aktiv mitverfolgt werden konnte, wurde in The Sims 4 leider zu einer normalen, nicht interaktiven Karriere verdonnert. Die Poolrutschen, Hausboote und die Möglichkeit, eigene Hotels zu leiten, haben es ebenfalls nicht zurück ins Spiel geschafft. Dafür wurden neue Ansätze mit den Delfinen und dem Aufräumen der sandigen Strände in Sulani gemacht, welche zwar großartig aussieht, aber doch etwas größer hätte ausfallen können. Insgesamt können diese kreativen Einfälle allerdings nicht die nötige Spieltiefe hinzufügen, die das Pack definitiv gebraucht hätte. Schade, damit schrappt dieses Thema leider ordentlich am Treppchen vorbei. Nur knapp am Treppchen vorbei schlittert die dritte Erweiterung für The Sims 4, Großstadtleben. Wie in Inselleben auch, liegt hier der Fokus deutlich auf der neuen Region von Senmaishuno, welche die unterschiedlichsten Kulturen in sich vereint. Auch wenn Del Sol Valley, die ein ähnliches Weltenthema hat, diese mittlerweile vom Aussehen ein wenig überholt hat. Das Gameplay in den Apartments konnte mich am Anfang auf jeden Fall überzeugen und hat jetzt noch seinen Reiz, obwohl es schade ist, dass man hier auf die neue Welt in Senmaishuno limitiert ist und nicht auch in den anderen Regionen mit Apartments spielen kann. Die neuen Festivals haben leider ihr Potenzial nicht erfüllt. Nachdem man alle 5 Festivals durchgespielt hat, sind diese leider nicht mehr spannend und wurden von mir beim Spielen eigentlich auch nicht mehr groß verwendet. Dieses Problem hätte man aus dem Weg gehen können, indem man selber Festivals hätte erstellen können und diese auch in anderen Regionen stattgefunden hätten. Ebenfalls gibt es 3 neue Karrieren, die man immer ganz gut benutzen kann und die restlichen neuen Gameplay-Optionen wie die Karaoke-Bar und der Basketballkorb waren ebenfalls eine nette, aber nicht zwingend nötige Ergänzung. Insgesamt bleibt dieses Pack immer noch ganz gut, auch wenn es mittlerweile von anderen Packs überholt wurde. Auf dem Treppchen befindet sich hier die allererste Erweiterung für The Sims 4. Das Gameplay der An-die-Arbeit-Erweiterung war für das erste große Pack meiner Meinung nach doch wirklich gelungen. Die einzelnen 3 Karrieren des Polizisten, Arzt und Wissenschaftlers konnten mich die erste Spielzeit doch wirklich überzeugen, obwohl es hier nach einiger Zeit etwas eintönig wurde und es für das Abschließen des Arbeitstages nie wirklich nötig war, gewissenhaft und sinnvoll seine Aufgaben abzuschließen.
Hier konnte man mit dem Auswählen von zufälligen Aufgaben genauso schnell vorankommen, wie wenn man konzentriert einen Fall abgeschlossen hat. Die Objekte im Baumodus und der Stelle 1 Sim waren nicht wirklich spannend, dafür konnte aber die Wissenschaftlerkarriere und das Führen eines eigenen Geschäfts doch besonders überzeugen, welche meiner Meinung nach am besten ausgearbeitet wurden. Die erfindbaren Dinge waren im Spiel wirklich lustig und auch sein eigenes Geschäft leiten zu können war ein interessanter Einfall, auch wenn man hier an ein paar Details wie dem langweiligen Abkassieren hätte arbeiten können. Bis heute ist diese Erweiterung bei mir weit vorne, allerdings sind zwei davon noch besser. Hunde und Katzen gehen immer. Spaß beiseite, das vermutlich beliebteste Thema in der Community landet bei mir knapp auf dem zweiten Platz. Allgemein halte ich Haustiere in der Sims-Reihe immer für eine tolle Ergänzung, da es einfach Spaß macht, die kleinen Süßen zu trainieren, sich um sie zu kümmern und mit ihnen zu spielen. Außerdem lassen sich diese diesmal sogar noch detaillierter erstellen, als es bisher möglich war. Die neue Welt Brindleton Bay gehört ebenfalls zu einer der schönsten Regionen in The Sims 4 und ist auch von der Größe doch ausreichend. In The Sims 3 war es noch möglich, mit Pferden in der Spielwelt herumzugaloppieren, was für viele Spieler durch den Wegfall vermutlich doch ziemlich gestört haben sollte. Allerdings wurde dieses große Feature meiner Meinung nach ganz gut von dem Leiten der eigenen Tierarztpraxis ausgeglichen, ein interessanter Aspekt, den es hier ins Pack geschafft hat. Der erste Platz wird in diesem Ranking vom im letzten Jahr veröffentlichten Werde-berühmt-Erweiterungspack besetzt. Auch wenn viele Spieler nicht sehr viel vom Star-Werden halten, gefiel mir dieses Thema immer ganz gut, weshalb ich mich auch über die neue Ankündigung gefreut habe. Endlich war es jetzt auch möglich, mit seinen Sims zu schauspielern, obwohl der Ablauf hier auch immer relativ ähnlich ist. Weiter war das Berühmtwerden diesmal sehr detailliert ausgearbeitet. Mit den Marotten und dem Rufsystem wurde das Gameplay doch noch ein wenig tiefer. Die neue Welt der Sol Valley sieht großartig aus, auch wenn die Größe hier leider nicht ganz meine Erwartungen erfüllt hat. Besonders überrascht haben mich hier aber die kleinen neuen Details, zum Beispiel das neue Videos produzieren mit den Sims oder die Möglichkeit, seine Musik aufnehmen zu können. Diese Details habe ich bei der Ankündigung in diesem Ausmaß gar nicht erwartet, was mich beim tieferen Spielen nach und nach doch deutlich überrascht hat. Damit wären wir auch am Ende dieser Erweiterungspackliste angekommen. Wie sieht eure persönliche Reihenfolge aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.